Der Schluss ist, ebenso wie die Einleitung, fixer Bestandteil der vorwissenschaftlichen Arbeit. Hier sollen die wichtigsten Ergebnisse aus dem Hauptteil zusammengefasst werden. Es können auch Limitationen angeführt werden, um zu zeigen, was im Arbeitsprozess anders gemacht hätte werden sollen. Es können auch noch offene Fragen diskutiert werden, an denen zukünftige Arbeiten anknüpfen können. Zunächst werden die wichtigsten inhaltlichen Ergebnisse zusammengefasst. Es soll auch Bezug auf die vorgestellte Fragestellung bzw. Zielsetzung genommen werden. Bei unserem Beispiel zur Wasserversorgung könnte das nun so aussehen. Wasserversorgungen, die von privater Hand übernommen wurden, entpuppten sich in einigen Fällen jedoch zumeist als unvorteilhaft. Als eine der verheerendsten Auswirkungen, speziell auf die Bevölkerung armer Länder, sind die erhöhten Wasserpreise zu erwähnen. Des Weiteren wurde die Qualität des Trinkwassers wider den Erwartungen der Weltbank und anderer Institutionen nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Folgende Stellungnahme könnte angeführt werden. Eine private Wasserversorgung sowie eine private Nutzung von Wasserquellen hat daher wirtschaftliche als auch politische Folgen. Im Schlusskapitel kann auch diskutiert werden, was im Laufe des Arbeitsprozesses anders gemacht hätte werden sollen. Bei empirischen Arbeiten zum Beispiel kann thematisiert werden, ob die Probandenauswahl geeignet war. Bei einer Literaturanalyse könnten in bestimmten Bereichen mehr Quellen von Vorteil gewesen sein. Es können auch Schwierigkeiten beim Schreiben angesprochen werden. Ein Beispiel dafür wäre wieder: Die Folgen einer Privatisierung der Wasserversorgung wurde vorwiegend in ärmeren Ländern analysiert. Diesbezüglich wäre eine genauere Untersuchung der privaten Wasserversorgung in westlichen Ländern vorteilhaft gewesen, um einen globalen Vergleich zu zeigen. Zum Schluss können noch offen gebliebene oder neu aufgetauchte Fragen diskutiert werden. Dadurch sollen Anknüpfungspunkte für zukünftige Arbeiten geschaffen werden. Bei unserem Beispiel wäre das jetzt: Aufgrund fehlender Forschung bleibt der tatsächliche ausschlaggebende Faktor für die Wasserprobleme jedoch nach wie vor ungeklärt.